geht's uns gut. Ja? Draußen fliegt uns der Nahe Osten wieder um die Ohren. Und wir reden über Ypsilanti. Ist das herrlich. Dabei gäbe es etliches zu feiern. Ja? 60 Jahre Menschenrechte, davon 8 Jahre Bush. Das ist doch mal ein Schnitt. Der Bush. Das war ja mal ein guter, das war ja einer von uns. Der hat gesoffen und den Wehrdienst verweigert. Und dann hat er aufgehört zu saufen und an Gott geglaubt. Wie viele Irakerinnen und Iraker könnten heute noch leben, wenn der Bush damals weiter gesoffen hätte? Fast 1 Million tote Iraker gegen einen Texaner mit Leberzirrhose. Das kannst du in Promille gar nicht ausdrücken. Ja? Die Öllobby im Weißen Haus. Hä? Was hat die für Elend gebracht? Hä? America, home of the grave. Vor den Zynikern an der Wall Street hätten wir mal Angst haben sollen die letzten 8 Jahre. Hä? Da hatte der zynische Zwerg Bin Laden aber Bauklötze gestaunt, was die da, die Lehman Brothers, in 3 Tagen zerstören können. Hä? Gegen diese Kapitalverbrecher sind die unterbelichteten Bombenbastler von Al-Qaida ein Furz in den Wind. Hä? Ja, das ist Globalisierung. Das ist Globalisierung. Da muss der Top-Terrorist Bin Laden sich aber mächtig ins Zeug legen, wenn er das noch toppen will. Die Amerikaner, die wollen Leben auf dem Mars finden. Die haben nicht mal Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden. Hat ihnen dann auch keiner geglaubt, die Nummer? Kein Schwein. Dann wollten sie uns weismachen, dass es ihnen um Saddam geht. Hat ihnen auch kein Schwein geglaubt. Wenn es den Amis um Diktatoren gehen würde, hätten sie aber viel zu tun. Dann müssen sie halb Afrika platt machen und halb Asien. Aber gibt es in Birma Öl? Nicht, dass ich wüsste. Hat doch alles so gut gepasst, hä? Dass so eine Öldynastie wie die Bushs ausgerechnet ein Ölland überfallen. Das war schon sehr frivol. Kann man nur froh sein, dass die Bushs keine Rotweinfans sind. Hä? Die würden heute wieder vor Saarbrücken stehen, ich störe sie. Die hätten die ganze Normandie-Nummer noch mal durchgezogen, jede Wette, natürlich. Es hat so gut gepasst, es hat auch so gut gepasst, dass diese Attentäter von New York alle durchgeknallte Islamisten waren. Nicht auszudenken, wenn die Attentäter Fundamentalisten irgendeiner anderen Religion gewesen wären. Durchgeschossene Katholiken zum Beispiel. Hätten die Amis dann Rom bombardiert? Oder die Attentäter wären irre Evangelikale gewesen, fundamentalistische Kreationisten aus Texas meinetwegen, Freiheitshasser, Demokratiefeinde aus den eigenen Reihen, amerikanische Apokalyptiker. Hätten die Amis dann Texas bombardiert? Natürlich nicht. Hat alles gut gepasst. Und so hasst jetzt die ganze westliche Welt nicht nur Bin Laden, sondern auch Bush. Herzlichen Glückwunsch. I had a dream. Stellen Sie sich vor, Amerika hätte nach dem 11. September nichts unternommen. Nichts. Die Flugzeuge wären in die Türme gekracht. Über 3000 Menschen wären gestorben. Es wäre furchtbar gewesen. Die ganze Welt hätte mitgetrauert und Amerika hätte nichts getan. Man hätte nicht an Vergeltung gedacht. Stellen Sie sich vor, Amerika wäre ein christliches Land. Man würde nicht an Rache denken, sondern an Vergebung. Stellen Sie sich vor, die Bergpredigt wäre ins Texanische übersetzt worden. Stellen Sie sich vor, nur mal ganz kurz. Man hätte überlegt, Mensch, die Drahtzieher, da kommen wir eh nicht dran. Das Einzige, was wir machen können, ist ab und zu mal eine afghanische Hochzeit bombardieren, aber damit ist ja auch keinem gedient. Wir könnten natürlich auch ein völlig unbeteiligtes anderes Land überfallen, am besten eins, was Öl hat, und irgendwie so tun, als würden wir es befreien, aber wer soll uns den Scheiß glauben? Stellen Sie sich vor, Amerika hätte nach dem 11. September nichts unternommen. Gar nichts. Amerika hätte sich ökonomisch und ethisch nicht total suizidiert. Bin Laden hätte wahrscheinlich reichlich Sympathien auch in der islamischen Welt eingebüßt. Amerika hätte sein Gesicht nicht verloren, sondern behalten. Wahrscheinlich hätten wir keine Anschläge in London und Madrid gehabt.
Es hätte möglicherweise keinen Libanon-Krieg gegeben. Und Hamas und Hisbollah wären heute vielleicht nur noch Folkloregruppen. Es wäre auf keinen Fall schlechter, als es heute wäre. Stellen Sie sich vor, Sie hätten nichts gemacht. Die Solidarität mit Amerika wäre ungebrochen und statt Al Gore hätte Bush den Friedensnobelpreis abgeräumt. Barack Obama hätte seine Messias-Nummer nicht durchziehen können. Hertha Däubler-Gmelin wäre noch im Amt. Und wir müssen uns nicht bei jedem Inlandsflug an die Klöten packen lassen. Ja. Prost, Neuer.